Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf unseren beiden Kanälen. Ja, ihr Lieben, es ist ein Multiplayer-Spiel und ich habe mir die Calypso einfach mal rangezogen, die absolut keine Lust heute hat. Aber egal, ich habe sie mir einfach mal zur Brust genommen und habe gesagt, Kalli, wenn du jetzt nicht rankommst, dann wirst du nie mehr glücklich. Ja, ihr Lieben, und jetzt sitzen wir hier und spielen mit euch das Spiel The Watchers. Ein kleines Horror-Puzzle-Spiel, was seit dem 6. Februar 2020 draußen ist. Und das Mädchen. Genau, ich bin der Kerl, wie eh und je irgendwie. Leuchte. Und ich würde sagen, ich bin gespannt. Ich hoffe, die Kalli stellt sich nicht so dumm an. Ich leuchte das... Keine Ahnung, ist weg. Okay, Spiel starten. Spiel starten. Bitte warten. Bitte warten. Warte. Ich hoffe, man hört die Kali und die Musik ist nicht so laut. Ich hoffe auch. Im Jahr 2003 stand Ana Puerta kurz davor, als Anführerin der lokalen Sekte des Coyote Valley The Watchers of Azazel Erfolg zu haben. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ich drücke mal OK. Mach ich mal mit. Ein Jahr später verschwand sie. Oh. Warte mal, ich kann ja auch mit... Ein Jahr später verschwand sie. Wenn ich hier auf OK drücke, geht's dann einfach bei dir weiter? Nein. Okay. Die Wächter schlossen ihre Türen inmitten von Gerüchten über ein blutiges Opfer, das schiefgegangen ist. Okay. Ihre Mitglieder schieben. Über Nacht zu verschwinden. Jetzt musst du das nochmal machen, dann hat keiner so verstanden. Okay. Pardon. Ihre Mitglieder verschienen über Nacht zu verschwinden. Okay. Okay. Mhm. 15 Jahre später erhalten Annas Zwillingskinder Luisa und Federico, was für ein Scheißname, einen vernichtenden Brief. Nee, der Name ist wunderschön, bitte, Leute. Oh. Och, nö. Och, da wird der immer länger. Muss ich das vorlesen? Wenn du schon dabei... Nee. Kalli, jetzt darfst du entscheiden. Vorlesen, nicht vorlesen. Warte, ich bin gleich fertig mit Lesen. Nee, ich bin gut. Okay, wir müssen die Habseligkeiten von Frau Mama finden. Okay. Federico, la 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 la. Dicken Ausmann. Wie ein Mädchen. Oh, ich bin männlich. Männlich. Warte mal. Oh, ich glaube, ich muss die Mausgeschwindigkeit auch ein bisschen höher stellen. Tastatur, nein, zurück, Spiel. Kann ich das höher machen? Oh ja, auf das wir kommen. Oh ja, jetzt ist es besser. I can't believe we're actually here. Ich auch nicht. Ich habe kein... Just look for mom stuff. Maybe we'll finally find out what happened to her. Oh, ich bin so männlich. Letter said Azazel would bring her to us. Ja, ich hab auch. Ich blend dich tot, ey. You always did believe Mom's mumbo jumbo. Mal unendlich Licht, das wäre. Anyway, we don't even know what the ritual is. Rücken ist man nicht. Schalter betätigt. Geh mal runter. Okay, geh wieder Na auf. Dann. Das anwesend. Siehst du da irgendwo einen Scheiter? Direkt vor dir? Ja, ja. Sehr schön. Bewegungen hier. Oh, ich kann springen. Guck mal, ich bin so toll. Gut, wir müssen Frau Mama finden. Wie bist du denn? Na, sorry. Oh, mach mal rechte Maustaste. Ich kann zoomen. Warte mal, lass dich mal. Oh Gott, du wirst... Unscharf. Ja, danke, du auch. Nun denn,
Wir rätseln jetzt mal hier schön rum. Und? Hier können wir rein. Lass uns erstmal draußen gucken. Locked. Damn. Abgeschlossen. Hier alles können wir da. Ja rein. Ich gehe erstmal probieren. Ich gehe trotzdem draußen gucken. Ja doch, aber trotzdem habe ich mal die Türklinke an. Okay. Warte mal, mich kellert's. Dann jucke. Kind, jucke. So, auf jeden Fall, ihr Lieben, ist das ein Spiel mit sehr viel Rätselspaß. Was gefunden? Ich habe eine Rose. Willst du die Rose haben? Ich habe selber eine Rose, behalt die mal. Oh, Bachelor. Keine Rosen. Jetzt hier? Guck mal hier, hier geht's raus irgendwie. Pflanzen. Ernsthaft? Das geht in den Garten. Was denn? Wirklich? Ernsthaft? Oh Gott. Erste Rätsel haben wir immerhin gelöst. Ja. Wir kommen hier raus. Ja, ohne den Schalter zu betätigen. Dann den Statuen können wir nichts machen. Ich kann ja auch einfach mal klingeln. Nee, schade, geht nicht. Was denn? Ach, gar nichts. Oder warte mal. Vielleicht dann hier schon wieder. Oder jetzt schon. Renne. Was denn? Oder... Jetzt in die Nähe. Ich gehe die Türen jetzt auf. Ich warte, bleib drauf. Gut, dann müssen wir hier irgendwas finden. Aber warum kommen wir hier wieder raus? Kann ich hier lang? Du hast recht. Was? Wo bist du denn? Ich bin gerade rausgelaufen. Ein offenes Fenster. Wir jetzt am jedem Fenster rumrütteln? Nee, geht hier. Hier geht auch nicht. Hier ist ein offenes Fenster. Kann man hier. Was ist das denn? Mal denn da hin? Offenes Fenster. So eine Heckenschere? Warte mal. Kann ich mich ducken? Bist du rüber? Ich jetzt? Ich bin jetzt verarscht. So, mach die Tür auf. Lass mich rein, Schwesterchen. Komm rein. Danke komm dir. Rein. Nenn mich großer Bruder. Marek. Schön große Koffer. Da ist ein Schalter dahinter. Vielleicht kommen wir hier rein. Nein. Kann man die Helligkeit ein bisschen einstellen? Sonst habe ich das Gefühl, dass... Lichte? Nein. Dass es vielleicht auf YouTube ein bisschen zu dunkel wird. Geht das irgendwo? Was? Geht das irgendwo heller? Nein, nein. Also jetzt habe ich nichts gesehen bei... It's a painting of Mom. Mami! I guess the Watchers had it painted after she became their leader. Ich bin Mama-Kind. That altar. It must be where we have to perform the ritual. We should put Mom's things there. Mami! Yeah. What's with the goat? Alter, jetzt schießt du mir den Weg hier. Ich rüttel mal an diesem Türchen hier. Gott, das geht bei dir auf, ne? Ja. Okay, ich hätte, glaube ich, auch bei der anderen Tür nochmal reinkommen können. Hier, die machen wir auch mal auf, ne? Nice. Ich guck nochmal hier rum. Vielleicht finden wir ja Mamas Lieblingsgabel. Hase.
Edderschutz. Bich. Erstmal im Haus durchsuchen, bevor wir im Garten weiter schnuppern. Ah, der Garten ist irgendwas? Nee. Ja, auf jeden Fall. Was? Ja, ja, da draußen dampft's. Gucken wir hier drin weiter. Ich glaube, da müssen wir auch hin. Gut, das ist zu. Kali kontrolliert nochmal, ob ich richtig liege. Alles klar, warte mal, vielleicht kommen wir ja beim Tresen irgendwie hin. Da ist auf jeden Fall ein Schalter. Oder hier schon dran rumgerudelt? Kommst du? Warte, 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 warte. Was? Ich bin durch die Map geflogen! Alter! Ich bin durch die Map geflogen! Du hast mich irgendwie durch die Map gedrängt! Entschuldigung? Dann gehen wir gleich hier hin. Du warst so schwer, das haben meine Schultern nicht mehr ausgehalten. Sehr schön. Toll. Leute, das ist nicht meine Schuld. Das war nicht mein ich bin nicht schuld an den Tod. Kali ist dran schuld. Nee? Du hast mich irgendwie so gut rein verbuggt. Gut, dann heißt es ab in Garten, ne? Oder ja, war da noch irgendwas hier? Nee, geht nicht auf. Alles da. Aber kannst du ja nochmal rütteln. Vielleicht bist du ja stärker. Ich bin männlicher, ja. Ja, dein Laufgang ist extrem nice. Ey, der ist voll nice. Mhm. Hab voll die falsche Tür gemacht. Falschen Knopf gedrückt. Video. Ja. Komm ran. Sei doch mal nicht so schnell. Du läufst aber auch ein bisschen knackig, ne? Well, this isn't scary. I'm not going near that thing. Fred, you read the letter. We can't remove any of her stuff unless we're both there. It's some kind of spell. Remember when we were kids? Mom used to read to us from that ancient text. Some bedtime story. Warum bist du unscharf? Oh, bist du Ja, sieht auch leicht gruselig. Alter! Ah, warum ich? Hä? Ich hab den gar gesehen, aber... Upsa, wo sind wir denn? Wieder hier. Und jetzt ist er da. Geht's jetzt hier lang? Weil es geht ja nur da lang. Krieche und mach das Licht aus. Die kriecht man denn? C. C? Ja. Okay. Ey, da rennt einer drin rum. Ich sehe nämlich nichts. Wo lang? Rechts, drücke rechts. Ja! Und wieso sind wir so rot ringsum, bildschirmmäßig? Ich bin nicht rot, du bist rot. Und glaube ich gleich wieder zurück. Ah, nein, ich komm nicht rein! Alter, ich konnte nicht rein! Gut, die andere Seite müssen wir machen. Okay. Ach, man braucht... Ich hab die gedrückt gehabt. Schnell, oder? Warten, bis er wieder... zurückläuft, ne? Warte doch! Nein! Der dreht sich gleich um! Dann warte ich auf dich hier. Ja, ich bleib kurz hier. Da
Der hat leichte Asthma-Probleme, der Gute. Außen steht. Mama! Wo bist du? Da müssen wir es auf. Ich glaube ja. Ganz leise. Ich bleib hier hinten. Ich gebe die Rückendeckung. Kannst du. Du siehst so nice aus. Auf dich warten, Mann. Ich sehe gar nichts. Du bist voll dunkel. Also, wie du da. Guck dir meine Folge an. Du hast voll. Die Oberschenkel. Ich glaube, wir sollten abhauen. Wohin? Wo bist du denn? Ach, mein Gott. Dunkel, ihr Lieben. Wollen wir eine Leuchte anmachen oder ist doof? Ich glaube, das ist in diesem Augenblick. Ist der Typ da hinten weg? Ich sehe es nicht. Glaube ja. Alter. Kann es sein, dass wir jedes Mal, wenn wir einen Gegenstand gefunden haben, die denn da sind? Ich meine, wir können auch noch mal durch die Tür gehen und gucken. Ich glaube ja. Ich glaube. Ja, moin! Holla! Gut, dann haben wir diesen Bereich eigentlich fertig. Na, dann wird's einfach. Ja. Hier ist zu. Hinten? Juhu! Frag, ob wir die Türen auflassen. Weißt du? Wenn wir das in der Hand haben, oder die Türen sind dann automatisch wieder zu. Hierher. Weiß ich ja nicht. Aber wenn die auf sind, dann, ja, passiert nicht sowas wie vorhin mit dir. Du machst die Tür auf und da steht einer. Könnte aber auch sein, dass sie da hinten rumlaufen und dann uns sehen. Aber okay, können wir gerne machen. Na dann, keine Ahnung. Eine Tür lassen wir auf. Gut, dann müssen wir mal die nächste Tür suchen. Oh, wird dann eine der Türen hier... Guck mal, das leuchtet sogar da hinten. Also es ist die Tür. Na, hier nochmal ein bisschen rütteln. Was? Nee, da wo die Kerzen an sind. Ja, ich kann doch trotzdem noch mal an einer Tür rütteln. Ist soweit nichts. Wird hier ein bisschen komplizierter, ne? An der Stelle. Ja. Da hinten ist was aufgegangen. Jetzt wieder zu, ne? Ja. Warte mal. Geh mal runter. So, warte, bei mir ist was aufgegangen. Ja, aber... Ach, ich bin eingesperrt. Oh, sorry. Ja, alles gut, aber ich habe doch da was aufgemacht. War da was? Nee, warte. Wo macht es... Da hinten. Aber hier ist trotzdem noch mal so ein Durchgang. Wollen wir hier mal gucken? Ja. Geht's nach oben? Komm, Bruderherz. Ja, Schwesterherz. Ich muss mich ständig räuspern. Ich glaube, das Rätsel unten wird... Witzig. Keine Ahnung. Oh, wollen du Russe haben? Wollen du Russe? Was auch immer. Leben Anlug. Vielleicht? Keine Ahnung. Vielleicht kann man die essen. Zwei. Natürlich. Das nächste Objekt. Guck, siehst du? Warte. What did you expect? Licht aus. Well, since you asked, I wasn't exactly expecting to be chased by the evil undead. We're going to get her back, Fred. Na dann. Ja, was hauselt aber eh noch mit Lisa? Ich glaube, das wird bei YouTube sehr dunkel sein, ihr Lieben. Extrem. Warte mal, ich vielleicht kann ich mal, warte, Einstellungen,
Grafikeinstellungen. Unter Grafik finde ich zum Beispiel nichts. Spiel allgemein, Hocke, nein. Nee, leider nicht. Ich glaube, wir müssen hinter den Herd schleichen. Bombers. Oh Gott, ich sehe nichts. Die hat Asthma. Oh. Da steht ja noch eine. Und ich weiß gar nicht, wo lang. Delia? Kommst du? Ja, ich bin hinter dir. Keine Ahnung, wo lang ist. Es ist so dunkel, die Ecken. Folg dir einfach, kannst du was sehen? Ich sehe gar nichts. Oh. Alter, lauf doch nicht. Solange wir das doch nicht hingebracht haben. Warte. Das sind zwei. Er kommt wieder zurück. Links. Na dann los. Er steht geblieben. Mach hin. Mach hin. Er dreht sich gleich um. Bibi, 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 bibi. Müssen wir irgendwo uns raufstellen? Hab ich raufgestellt. Oh, oh. Alter, wirklich? Warum immer mich? Willst du mich verarschen? Ich weiß, was wir machen. Was? Die eine rennt vor, stellt sich auf Rückweg auf die linke Plattform, damit die Tür, bei wo du als erstes drin warst, standest. Dann machst du den Schalter auf und dann kann ich in das Ding rein. Irgendwie so, keine Ahnung. Ich sehe doch nichts. Ich auch nicht. Gleich hinterher, komm. Alter, ich dachte gerade. Aber du musst vor, ich sehe die Treppe doch gar nicht. Oder ich gehe vor, ich habe keine Ahnung. Irgendwo da hinten. Ja, du gehst aber ganz schön an dem vorbei. Ja, das ich mir auch gerade. Ich muss das Rote sehen, warte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wie läuft der eine? Auf welchen Nippel soll ich mich stellen? Auf den ersten, ja? Derjenige, der als erstes, geht. Stellt sich dann. Nein? Wer geht als erstes? Ich gehe als erstes. Und dann, wo verstecke ich auf mich? Auf links. Die Tür geht dann auf, wo ich dann drin war. So, und jetzt geht er rein. Oh, ich bin drin, ich bin drin. Das Problem ist, ich kann's nicht zumachen. Geh zur Seite. Geh an die Seite. Quetsch dich an die Seite. Hä? Ist er durch die Tür gekommen bei dir? Bei mir war keiner. Hä? Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich hätte mich mal nach hinten drehen sollen. Auf jeden Fall. Oh, jetzt ist er schon ein bisschen. Warte. Schnell hinterher, schnell hinterher. Läuft. Ah, Mann. Angehen. Ah, kann. Geht doch wieder nichts. Aber irgendwo hier. Ich sehe nichts. Oh Gott. Die laufen einfach beide. Irgendwie war vor mir keiner. Ich weiß nicht. Der kam aber gerade zurück. Und. Aber. Mal machen.
Hey, komm, wir schaffen das doch hier durch. Hallo! Ja, Luisa ist mal gestorben. Aber wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Na denn, Stadtler? Ja. Wir müssten irgendwas mit den Druckknöpfen machen. Echt beide draufstehen? Weiß es aber nicht. Ist da nicht der Ausgang gewesen? Ich weiß es nicht. Tschüss, ihr Leuten! Aber, oh Gott, das ist nicht egal. Ich drücke einfach nur die Richtung und hoffe, dass... Ah, genau das Licht kommt hier. Rechts lang. Ja, oder? Hm? Ja, rechts? Oder? Meinst und du, dann ja? Geradezu. Geh nämlich mal. Gleich lang. Ah, nee, da geht's nicht lang. Nee, der hockt da fest. Ach so. Dann warte mal. Ja, das oh ist Gott! Was bleibst du denn auch mitten im Weg stehen? Ich weiß nicht, ich stand doch im Dunkeln. Im Dunkeln. Alter. Ey, Schwester. Ah, Bruderherz. Okay, warte, schnell hinterher. Mann. Alter, ich hab dich gerade nicht gesehen. So, ach, dunkel. Hey, du ziehst schon dran vorbei. Entschuldigung, ja. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Wem sagst du das? Beide auf diese Dinger drauf? Weiß es nicht. Da überhaupt in der Hand eine Schale? Ja. Das ist, wie nennt man das Bettgeschirr? Und los. Wie nennt man eigentlich auch schneller laufen? Bettpfanne? Und ducken. Ja, ich bin geduckt. Meine Tür geht nicht zu. Vielleicht guckt er ja nicht nach links. Oder rechts. Nee, guckt er nicht. Das Problem ist... Ja? Wann kommt denn der denn endlich mal von rechts hier? Frage, nächste Frage. Der rechte war schon. Hä? Warte, ich sag dir, wenn er kommt... Da kommt er. Er kommt. Und wie weit kommt er? Bis zur Ecke. Duck dich. Ja, ah! Die wie schön. Wie schön. Ich glaube, ich bleibe drin in diesem Gefängnis. Na toll. Kann ich das nicht machen? Also im Gefängnis da bleiben? Aber das Problem ist... Kann ich die Schale wieder ablegen? Weiß es nicht. Hey, da zieht sie wieder dran vorbei. Das ist wieder so... Eine Person ist gefangen. Was heißt gefangen? In Sicherheit. Ich kann das... Aber was ist mit dem Rechten? Also bis zur Tür sind ja schon... Da ist noch ein kleiner Unterschlupf. Und los. Ja.
zu, mach zu, mach zu! Sehr schön. Einmal noch den Pull passiert. Und los. Alter. Darf man nicht laufen schneller? Ich glaube, du darfst nicht laufen. Der hat dich dann gehört und dann... Ich war zu spät. Ich war zu schnell, zu voreilig. Ups. Toll, du lässt deinen Bruder ständig hier verrecken. Es tut mir leid. Ah, da zieht sie wieder an mir vorbei. Wunderbar. Jetzt bewegst ein bisschen was. Irgendwas Rotes. Alter, was tust du? Ja, vor seiner Linse weg. Ah, seiner Linse. Ja. So wie du mit dich stehst, da bist du ja schon der perfekte Lockvogel. Und los. Da sehen die mich nicht auch da drinne? Alter. Okay, mich sieht man jetzt. Und mich wird man jetzt sehen. Nee. Doch. Hallo. Hä? Alter. Von der anderen Seite mich auch. Alter, Finne. Alter. Also, Kien kann, ja, schwierig. Aber gut. Naja, wir müssen das irgendwie zeitlich abpassen. Aber wie? Ja, wir hätten uns das mal genauer angucken müssen. Oder wir gucken uns das jetzt genauer nochmal an. Ja, ja. Aber in der nächsten Folge. Alles klar. Wir gucken uns das, den Urgarten nochmal ganz genau an, welche Türen sich öffnen, wo wir uns raufstellen müssen. Das gucken wir jetzt uns alles in der nächsten Folge an. Oder jetzt offline mal kurz. Also, die Leute können noch mitraten. Du. Keine. Alles klar. Gut, ihr Lieben, dann bedanken wir uns fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.